Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 19 Karriere. Ja, es ist glaube ich englische Woche gewesen, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Wo ist denn hier der checke Kalender? Ja, es war englische Woche, genau, da war die Bundesliga-Partie gegen Leverkusen war am Dienstag. Dementsprechend denke ich mal, dass meine Spieler down sind. Guck mal, hier nach Gladbach ist schon wieder eine Dings hier. Länderspielpause. Das nächste DFB-Pokalspiel sehe ich gerade, habe ich gegen Ingolstadt. Alles klar. Ich hoffe mal direkt mal eine Partie. Ich hoffe mal, ich kriege mal eigentlich mal wieder einen Sieg hin. Ich meine, Unentschieden ist ja auch nicht so wild. Da, was ist mir zugleich, ne? Nicht das Blaue, auch wenn ich heim bin. Die nehmen das Weiße. Und sie sind immer noch einigermaßen fit eigentlich. Deswegen kann ich die einfach so spielen lassen. Torwart Gold, oh Gott. Keine Ahnung, das geht, ey. Okay. Ah, den habe ich. Ach, der darf noch mal. Okay. Ja, komm mal hin, dir. So, muss eigentlich gar nichts machen. Muss einfach nur. Ich. Alles klar, ich gebe ab an die Kommentatoren. Also, bis nach dem Spiel. Liebe Zuschauer, es ist angerichtet. Heute kommentieren für Sie Wolf Fuß und Frank Buschmann. In der heutigen Partie spielt Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Die Gastgeber können heute an die Tabellenspitze kommen. Bei einem Sieg legen sie ganz vorne. Aber das wäre dann natürlich schon mal so ein Signal, vor allem an die anderen Mannschaften. Mit uns müsst ihr rechnen. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Und los geht's. Wendt. Ginter. Er spielt den Pass auf den Flügel. Weg ist der Ball. Kramer. Wendt. Wendt. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Sie kommen jetzt über außen. Da ist die Hereingabe. Der Torwart faustet den Ball weg. Klasse. Vorteil jetzt für Borussia Mönchengladbach. Player. Tolles Zuspiel. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Nuri Sahin am Ball. Er nimmt ihm den Ball ab. Kramer. Strobel. Ganz geduldig passen sie den Ball da hin und her. Die Abwehr ohne rechte Chance da zuzugreifen. Sie beherrschen das Kurzpassspiel.
Er gibt Freistoß, klar. Klassen. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Player. Strobel. Kramer. Hazard. Jetzt gibt's Einwurf. Nicht weit weg vom Tor. Hazard. Christoph Kramer. Den spielt er wieder zurück. Kramer. Sauber vom Ball getrennt hier. Ball draußen, gibt Abstoß. Die nächste Partie in der Bundesliga steht an für Werder Bremen. Dann geht es auswärts gegen den SC Freiburg. Und das werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Klasse Technik. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Sieht nicht ungefährlich aus, jetzt vielleicht der Konter. Schwache Aktion, Ballverlust. Ballverlust, ja, kein guter Konter, so darf man es natürlich nicht machen. Ibrahima Traoré. Vorteil, das ist die Chance zur Flanke. Es gibt Freistoß für Gladbach. Na, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Ball kommt rein. Da können sie erstmal klären. Auf außen ist Platz. Strobel. Hazard. Da bekommt er Unterstützung. Ganz wichtig, da muss er hin. Gebre Selassie. Nuri Sahin. Ballverlust. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Wendt. Hazard. Sie holen sich den Ball. Wird das seine Torchance? Lang. Ibrahima Traoré. Und den Ball hat er sich geholt. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Da ist die Hereingabe. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Gebre Selassie. Das war einfach. Und er hat den Ball. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Flanke kommt weit. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Es gibt Einwurf, Ball ist draußen. Gebre Selassie. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Strobel. Hazard. Player. Kramer. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Da kann er ihn stoppen. Klassen. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Ibrahima Traoré.
0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Und Max Kruse. Anstoß Mönchengladbach. Es geht weiter. Jo, der zweite Abschnitt läuft. Hazard. Hazard. Klasse Tackling. Schönes Pressing jetzt. Da kommt die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Ibrahima Traoré. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Tja, Konterchance vertan. Die Abwehr ist wieder zur Stelle. Diese Gelegenheit haben sie ein wenig vertrödelt. Da haben sie gut gearbeitet. Ball ist draußen. Milos Veljkovic. Klassen. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Ibrahima Traoré. Ludwig Augustinsson. Ganz einfach an den Ball gekommen. Keins. Und jetzt haben sie den Ball. Player. Hazard. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Jetzt der Versuch. Super Freistoß, aber kein Tor. Ach, schade. Der wäre fast drin gewesen. Spielerwechsel jetzt also bei Borussia Mönchengladbach. Genau. Neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Kramer. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Jetzt Kruse. Da passt er auf, Ball geklärt. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Eggestein. Macht er ihn. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Also da hat der Kollege sie gerade ganz sicher vom Rückstand bewahrt mit dieser Superparade. Vorteil jetzt für Borussia Mönchengladbach. Keins. Hazard. Und das ist der Ballverlust. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Lang. Er spielt den Pass auf den Flügel. Ja, war eine ganz knappe Kiste. Auch hier wieder. Aber die Fahne des Assistenten war sofort oben. Jetzt gibt's Einwurf. Spielerwechsel jetzt also bei Borussia Mönchengladbach. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Kramer. Wendt. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Kramer. Jonas Hofmann. Wird's jetzt gefährlich? Kramer. Das Unentschieden ist ihnen nicht genug. Sie wollen das Ding gewinnen. Ludwig Augustinsson. Kramer. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Und da zeigt er ihn gelb. Kann man durchaus geben.
Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Sie machen Druck auf ihn und so geht der Ball raus. Keins. Klassen. Borussia Mönchengladbach mit dem Ball gewinnen. Jonas Hofmann. Strobel. Wendt. Hazard. Jetzt mal die Gladbacher. Weg ist der Ball. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Jetzt der Schuss. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Keins. Da trennt er ihn fair vom Ball. Sippel. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Ibrahima Traoré. Raphael. Jonas Hofmann. Nicht viel los heute. Weiter 0:0. Also schauen wir doch schon mal auf die nächste Partie. Buschi. Der nächste Gegner von Werder Bremen heißt SC Freiburg. Da müssen sie dann definitiv mehr zeigen als heute. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Sie haben Platz. Da ist die Reingabe. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Wendt. Und es bleiben noch 5 Minuten. Hazard. Christoph Kramer. Traoré. Da haben sie nochmal die Chance durch die Säge. Der Ball kommt rein. Der Ball geht an den Pfosten. Das ist doch wirklich ein grandioser Anblick. Guck dir das an. Diese tollen Fans brennen vor Begeisterung. Ja, hier nimmt so ein Fußballspiel. Schussversuch. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es oben drauf. Harnik. Gibt es hier vielleicht doch noch die Chance auf den... Vielleicht die Führung jetzt! Diese Führung eigentlich keine große Überraschung. Nein, das ist der beste Sturm der Liga. Schauen wir doch mal drauf. Das hier könnte das entscheidende Tor heute gewesen sein. Wolf, so kurz vor Schluss kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das noch verspielt. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Raphael. Oh, da ist es vorbei. Da kommt der Schlusspfiff. Schauen wir mal in die Statistik. Sie hatten tatsächlich weniger Ballbesitz. Ja, aber wenn sie ihn hatten, waren sie zwingender. Und daher geht der Sieg in Ordnung. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Ja, der hat das Spiel entschieden mit seinem späten Treffer. Das ist natürlich das Entscheidende. Und los geht's. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Da ist die Reingabe. Kein guter Volley. Ah, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus. Aber dann fehlt einiges. Jetzt der Versuch. Super Freistoß. Kramer. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb.
Und da zeigt er ihn gelb. Kann man durchaus geben. Christoph Kramer. Traoré. Da haben sie nochmal die Chance durch diese Ecke. Gibt's hier vielleicht doch noch die Chance auf den... Vielleicht die Führung jetzt! Diese Führung eigentlich keine große Überraschung. Nein, das ist der beste Sturm der Liga. Jo, sowas nehmen wir noch gerne mal den Lucky Punch. Alter Schwede, ich war wieder am Fluchen wie sonst was, ne? Die ganze Zeit schon, ey. So, erstmal ein Training durchklatschen. Jo. Jo. Zumindest sind wir auf dem Tabellenersten. Okay, aber Leverkusen, Moment. Nochmal durchsimulieren. Bis zum nächsten Spiel. Na, schade. Leverkusen ist doch nochmal wieder vorbeigerutscht. Wunder nicht jetzt Scouting-Bericht. Okay. Hallo Steffi, ich hoffe, Sie rotieren mal ein bisschen und geben mir ein wenig Spielzeit. Lasse ich noch mal da. Ich hoffe, ich erinnere mich noch dran, wenn ich dann wieder spiele. Denn ich mache mir jetzt erstmal eine Pause, weil das war mir alles ein bisschen zu viel, was hier jetzt abgelaufen ist. Wir können uns aber zum Abschluss noch mal kurz die Tabelle angucken. Ja, also, Leverkusen ist wohl noch auf ersten Platz, leider. Ja. Sorry. Der Werder Bremen auf uns zweiten, dann kommt Leipzig und dann Frankfurt. Das wären jetzt die Plätze der Champions League. UEFA-Pokal würden jetzt noch Wolfsburg und Bayern reinfallen. So. Wer spielt denn hier um den Abstieg? Ja, der Abstiegskampf geht tatsächlich bis... ich würde mal sagen, bis Platz 13 ist Gladbach. Also Gladbach, Düsseldorf, Augsburg, Stuttgart, Hertha und Nürnberg, ja, sind so ein bisschen in diese Abstiegsdingens. Wettbewerb wechseln. DFB-Pokal, ja. Neustadt, was für eine Partie. Hier, Bayern-Frankfurt, das DFB-Pokalfinale vom letzten Jahr. Bin mal gespannt. Regensburg hat es in die dritte Runde geschafft, genauso wie Duisburg. Nicht schlecht. Okay, Darmstadt ist auch dabei. Düsseldorf ist der erste Liga. Kann man ja sowas erwarten. Aufstieg, Playoffs, Finale. Genau. Das wissen wir schon. Champions League. Die haben alle noch ein Spiel. So geht das weiter, genau. Also noch ein Spiel. Dortmund muss gewinnen. Sonst war es das. Der Champions League, sonst muss die UEFA-Pokal weitermachen. Bzw. so Europa-Pokal. Also in der Gruppe ist auf jeden Fall noch keiner safe durch. Wer safe draußen ist, das Brügge. So. Der Mannheim ist safe durch. Barcelona, Tottenham kämpfen noch um die Plätze. Um den zweiten Platz. Eindhoven ist raus. Hier sieht das so aus, als wäre das PSG wäre durch. Ist durch. Neapel und Liverpool kämpfen noch um den letzten. Oh, nee. Unwahrscheinlich. Ist wohl unwahrscheinlich, aber
ganz bisschen hätte sogar Rovers noch eine Chance, aber ich glaube das eher nicht. Ich glaube eher Neapel oder Liverpool, wenn das uns nicht ausmachen. Jo, die haben irgendwie alle noch eine Chance. Vor allem, wenn jetzt Galatasaray gegen Schalke spielt und Porto gegen Moskau und Galatasaray und Porto gewinnen, alle punktgleich. Heftig. Bayern ist durch. Benfica und Athen kämpfen noch darum und Amsterdam ist raus. Das Man City ist durch. Hoffenheim und Olympique Lyon. Und tatsächlich Shakhtar Donetsk, die kämpfen um den zweiten Platz. Hier ist alles gegessen. AS Rom und Real Madrid sind im Achtelfinale. Beziehungsweise, ich glaube, das ist ja jetzt sogar 16. Finale, ne? Weil die ja mehr Gruppen haben. Also AS Rom und Real Madrid sind auf jeden Fall weiter. Pilsen Moskau raus. Hier ist auch noch nichts entschieden, außer dass die Young Boys raus sind. Heftige Scheiße. Der UEFA-Pokal-Gruppe ist nicht alles so durch, sondern Skipper einfach nur. Die Kursen vorne, das kennen wir ja irgendwoher. RB Leipzig vorne. Achtel. Mailand. Frankfurt. Also deutsche Mannschaften sind echt gut dabei, muss ich sagen, ey. Noch. Das wird Bundesliga. Alles klar. Das beendet dann erstmal diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao. In Bremen fließt ein steter Strom vorbei am Weserstadion. Hier sind wir zu Haus, hier geht's uns gut. Werder zaubert, siegt und lacht, ja, Werder ist die Fußballmacht.